Mein Name ist Gerd Lippold, ich habe in den Bereichen Energie, Klima, Landesentwicklung, Bauen, Wohnen, EU-Förderung verhandelt und außerdem in der anderen Gruppe Wirtschaft und Strukturwandel. Wir haben in allen diesen Bereichen eine klare grüne Handschrift im Koalitionsvertrag. Zum Klimaschutz wird es ein Staatsziel Klimaschutz in Sachsen geben. Wir belassen es nicht bei der Zielsetzung. Wir brechen das herunter mit einem Klimaschutzgesetz zu konkreten Maßnahmen in den einzelnen Bereichen. Wir machen es landesplanerisch verbindlich durch eine schnelle Novellierung des Energie- und Klimaprogramms. Das ist sehr, sehr wichtig und das hilft uns, einen echten Neustart einer Energiewende in Sachsen hinzukriegen. Dort haben wir Ausbauziele vereinbart, die bedeuten, dass wir in einer einzigen Wahlperiode jetzt mindestens so viel neu zubauen werden an Energieerzeugung aus Sonne und Wind, wie in den ganzen letzten 25 Jahren in Sachsen insgesamt geschafft worden ist. Das ist ein großer Erfolg und das machen wir verbindlich an dieser Stelle. Wir haben im Zuge des Kohleausstieges klargemacht in Sachsen, dass es das Pödelwitz bleibt. Wir haben klargemacht, dass es keine weiteren Vorranggebiete oder Abbaugebiete für die Braunkohle in Sachsen mehr geben wird. Also Kohleausstieg in Sachsen, endlich verbindlich bis hierher und nicht weiter. Und wir haben für die Energiewende ein ganzes Beteiligungs- und Akzeptanzpaket vereinbart. Das ist ganz wichtig, denn gerade wir Grüne wissen, welche Zielkonflikte zwischen Ökologie, Naturschutz und Ausbau erneuerbarer Energien existieren. Wir wissen, dass wir mit diesen Zielkonflikten umgehen müssen und wir haben uns die Instrumente dazu bereits mit in diesen Koalitionsvertrag hineingeschrieben. In einem weiteren wichtigen Bereich in dieser Gruppe haben wir über Bauen und Wohnen verhandelt. Dazu nur zwei ganz kurze Dinge, die sehr wichtig sind für uns alle. Wir haben Landesprogramme für den sozialen Wohnungsbau deutlich gestärkt. Und wir haben etwa ein Instrument wie eine Mietpreisbremse im Koalitionsvertrag verankert. Das ist durchaus wichtig, gerade in den wachsenden Großstädten in Sachsen. Im Bereich Wirtschaft trägt das Vergabegesetz jetzt eine klare grüne Handschrift mit ökologischen und Nachhaltigkeitskriterien in der Vergabe. Auch Wirtschafts- und Technologieförderung wird sich künftig in Sachsen wesentlich stärker als bisher an ökologischen und Nachhaltigkeitskriterien orientieren. Wir stärken regionale Wirtschaftsketten, erkennen die Rolle der Ressourceneffizienz und stärken dabei auch die Sharing Economy. Das sind wichtige Punkte im Bereich der Wirtschaft, um nur einige zu nennen. Alles in allem haben wir viele kleine und große Veränderungen in Sachsen, die in diesem Koalitionsvertrag stehen und die alle zusammen das Potenzial haben, wirklich als Ruck durch Sachsen zu gehen. Sachsen in Richtung Demokratie, in Richtung Gerechtigkeit, in Richtung Ökologie wesentlich zukunftsfähiger zu machen. Das wird höchste Zeit, dass wir damit starten. Dieser Koalitionsvertrag gibt uns dazu die Möglichkeiten in die Hand und gerade im Bereich Klimaschutz muss ich sagen, es ist dringend notwendig, dass wir jetzt in den nächsten 5 Jahren anfangen zu handeln. Wir haben keine Zeit mehr und deshalb bitte ich euch, stimmt diesem Koalitionsvertrag zu, lasst uns endlich anpacken.